Hör zu, das hier sind alles Tatsachen, das ist wirklich passiert, das ist wahr. Man nannte ihn das Boxerkind, er musste sich durchs Leben kämpfen, denn er kam halt einfach nicht zurecht mit anderen Menschen. Niemand konnte ihn verstehen, er hatte nichts außer sich selbst. Doch er blieb sich immer treu und warf die Flinte nicht ins Feld. Er hat gekämpft und kam letztendlich oben an. Er hat seine völlig verkorkste Vergangenheit sozusagen verbrannt, hat einen Neuanfang gewagt und sich vertraut. Er ist das Boxerkind, er war im Arsch, doch gab nie auf. Er war gerade 3 Jahre, ein kleines Kind, als seine Mami ihn ausgesetzt hat, weil es für sie so nicht mehr ging. Sie war mit ihren 19 Jahren genervt von ihrem Sohn und setzte ihn an eine Straßenlaterne ohne einen Ton. Sie band ihn fest wie einen lästigen Köter und ging davon, blickte nicht einmal zurück und hat ein neues Leben begonnen. Aber der Schatten der Vergangenheit sitzt hier in der Stadt, festgebunden, allein hilflos, und das mitten in der Nacht. Dann kamen die Cops und nahmen ihn mit aufs Revier, machten sein Vater ausfindig und brachten ihn zu diesem Tier, ein Alkoholiker, der sein Leben nicht im Griff hat und täglich seinem Sohn Schläge ins Genick gab. Er wurde von seinem Dad und seiner Stiefmutter gepeinigt, jahrelang und ohne Grund, er hat sich nie verteidigt, hat alles eingesteckt, ist hart dadurch geworden und hat sich somit als Ziel gesetzt, seinen Vater zu ermorden. Man nannte ihn das Boxerkind, er musste sich durchs Leben kämpfen, denn er kam halt einfach nicht zurecht mit anderen Menschen. Niemand konnte ihn verstehen, er hatte nichts außer sich selbst, doch er blieb sich immer treu und warf die Flinte nicht ins Feld. Er hat gekämpft, kam letztendlich oben an, er hat seine völlig verkorkste Vergangenheit sozusagen verbrannt, hat einen Neuanfang gewagt und sich vertraut. Er ist das Boxerkind, er war im Arsch, doch gab nie auf. Er wollte seinen Vater töten für seine Erbarmungslosigkeit, er sah keinen anderen Ausweg und war schon fast dazu bereit. Doch dann entschloss er sich zu gehen, ließ erstmal alles hinter sich und lebte von da an auf der Straße Richtung nichts. Ey, auf dem Asphalt ist es nicht nur nachts kalt, trotzdem fühlte er sich hier besser als in der Anstalt, in die er kommen würde, wenn er aufgegriffen wird, denn sein Zustand war durch seinen Vater ausnahmslos zerstört. Er lebte wochenlang von nichts außer von vielerlei Spenden, nutzte das Geld gewissenhaft, denn er wollte niemals so enden wie sein Erzeuger. Nein, er nahm sein Schotter in die Hand und meldete sich bei einem Boxverein an, denn er wollte Kräfte sammeln für die Rache an seinem Vater. Doch dann trifft er hier ein Mädchen in seinem Alter, er verliebt sich in sie, denn sie gibt ihm, was er nie kriegte: echte Zuwendung, Verständnis und massenhaft Liebe. Man nannte ihn das Boxerkind, er musste sich durchs Leben kämpfen, denn er kam halt einfach nicht zurecht mit anderen Menschen. Niemand konnte ihn verstehen, er hatte nichts außer sich selbst, doch er blieb sich immer treu und warf die Flinte nicht ins Feld. Er hat gekämpft und kam letztendlich oben an, er hat seine völlig verkorkste Vergangenheit sozusagen verbrannt, hat einen Neuanfang gewagt und sich vertraut. Er ist das Boxerkind, er war im Arsch, doch gab nie auf. Mit 24 fuhr er erstmals wieder zu seinem Erzeuger. Dieser skrupellose Mensch hat seinen Sohn so oft gefoltert, doch sein Sohn ist hier, steht an seiner Tür und verzeiht ihm, ich weiß, für einen Außenstehenden ist das unbegreiflich, doch es ist wahr, das ist passiert, das hier sind Fakten, diese Story ist kein Märchen, sie basiert auf Tatsachen. Heute ist er verheiratet und lebt glücklich wie nie, denn er ist Vater geworden, ein Vater, der sein Kind liebt. Man nannte ihn das Boxerkind, er musste sich durchs Leben kämpfen, denn er kam halt einfach nicht zurecht mit anderen Menschen. Niemand konnte ihn verstehen, er hatte nichts außer sich selbst, doch er blieb sich immer treu und warf die Flinte nicht ins Feld. Er hat gekämpft und kam letztendlich oben an, er hat seine völlig verkorkste Vergangenheit sozusagen verbrannt, hat einen Neuanfang gewagt und sich vertraut. Er ist das Boxerkind, er war im Arsch, doch gab nie auf.